Für Schuhputzer Amit ist der tägliche Weg zur Arbeit in Indiens Hauptstadt Neu-Delhi nicht leicht. Er hat Probleme mit den Beinen und der Wirbelsäule, denn er hat Kinderlähmung. Er ist gerade mal 14, aber seit 5 Jahren schon muss er Geld verdienen. Ich wollte in die Schule gehen, aber meine Eltern mussten Schulden abbezahlen, wegen Besuchen im Tempel und Opfergaben für meine Heilung. Deswegen musste ich anfangen zu arbeiten. Indien gilt jetzt offiziell als poliofrei. Seit 3 Jahren wurden keine neuen Fälle registriert. Doch wie Amit leben viele Überlebende in Indien in Armut und am Rande der Gesellschaft. Hilfen vom Staat gibt es kaum. Betroffene sind auf die Familie und kostenlose Hilfsprogramme angewiesen. Impfungen begannen in den 70er Jahren. Noch in den 90ern erkranken nach Schätzungen der Weltgesundheitsorganisation jährlich Zehntausende Menschen. Aktivisten fürchten, dass die Millionen Überlebenden vergessen werden. In diesem Krankenhaus in Neu-Delhi kümmert sich ein Chirurg um Betroffene. Er bietet kostenlose Operationen an. Der 14-jährige Mohammed konnte früher nicht laufen. Jetzt soll er zumindest stehen können. Die Lage in Indien sieht sein Arzt mit Sorge. Junge Chirurgen kennen sich mit Polio-Betroffenen nicht aus. Das können nur die Älteren. Diese Patienten haben Glück. Doch Millionen Betroffene in Indien müssen fürchten, dass sie und ihr Schicksal keine Beachtung finden.